meine lieben Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich heute wieder zum neuen Wochenhoroskop für die Woche vom 16.10. bis zum 22.10.2017. Als erstes eine herzliche Entschuldigung für die Hintergeräusche, die man jetzt gerade hört. Es ist nicht angenehm, aber das muss jetzt in Ordnung gebracht werden und ich möchte euch trotzdem das Wochenhoroskop rüberbringen und ich hoffe, ihr hört das alles auch ganz gut. Ja, der Spruch der Woche für die kommende Woche nun. Der große himmlische Schutz ist weiter aktiv und damit verbunden auch Seelenpartnerbegegnungen und alles zusammen in Verbindung mit Neumond. Wenn das jetzt keine Chancen sind, was dann? Unsere Sonne, der Persönlichkeitskern in der Waage, meine lieben Zuschauer und Leser, führt in dieser Woche ihre Spannung zu Uranus, unserem Revolutionär- und Überraschungsplaneten, weiter fort. Also haben wir auch weiterhin aufregende Umstände zu erwarten. Dazu bleibt auch die positive Verbindung zwischen Sonne und Schicksalsanzeiger Mondknoten im majestätischen Löwen noch bis zum Donnerstag, dem 19.10. aktuell. Und auch die positive Verbindung zu unserem Hüter und Begrenzer im Schützen begleitet uns noch bis zum 21.10. Die Verbindungen haben wieder etwas mit schicksalhaften, neuen und überraschenden Begegnungen oder auch Erlebnissen zu tun, die auch mit dem Seelenpartner in Verbindung stehen können. Es bleibt in dieser Hinsicht also auch wieder recht spannend. Was ich in der letzten Woche dazu erläutert habe, hat weiterhin seine Gültigkeit. In dieser Zeitspanne haben wir am Donnerstag, dem 19.10. um 21.06 Uhr einen Neumond. Sonne und Mond befinden sich wieder in vollständiger Umarmung und diesmal in der Waage. Damit steht unser Mond auch mitten in diesem großen Sternenzirkus. Die Gefühle können da schon mal Achterbahn fahren, Veränderungen stehen an, Neumond begünstigt wieder alle Neuanfänge in vielerlei Hinsicht. Da der Mondknoten Schicksalsanzeiger im Löwen mit von der Partie ist, sind auch neue Geschäftsanbahnungen oder Gründungen begünstigt. Auch das Thema Partnerschaft bekommt jetzt viel Energie, da ja Waage das Partnerschaftszeichen schlechthin ist. Also kann man sich schon mal auf einiges vorbereiten. Wer da jetzt genauere Informationen wieder zu seiner ganz persönlichen Situation haben möchte, der kann das doch wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reuth.com/kostenlose-beratung/ erfahren. Merkur, unser Denker, Planer und Geschäftemacher, wandert am Dienstag, dem 17.10. um 9.59 Uhr aus der harmoniesüchtigen Waage in den machtvollen und tiefgründigen Skorpion. Das Denken wird sehr stark beeinflusst davon. Es wird eine Sache sehr vollständig durchschaut und dann kann man eben halt auch Maßnahmen unbeirrt in Angriff nehmen. Dazu steht dann auch nochmal der Uranus in direkter Spannung bis zum Mittwoch, dem 18.10. Und es kann wirklich mit sehr plötzlichen geistigen Neuentscheidungen verbunden sein, also tiefgründige geistige Entwicklung. Merkur steht auch gleichzeitig mit Jupiter, dem Glücksplaneten, in enger Umarmung im Skorpion. Das ist ein Highlight für großartige Geschäftsmöglichkeiten und plötzlichen Machtzuwachs. Das werden sicher auch recht spannende Tage werden. Und diese eben beschriebenen Konstellationen sind allesamt auch eingebunden in das große Glücksdreieck, was ich in den letzten zwei Wochen auch öfter mal erwähnt habe. Bestehend hier aus Uranus, Saturn und dem Schicksalsanzeiger Mondknoten. Der himmlische Schutz ist uns also noch gewiss bis zum 20.10.2017 in den Nachmittagsstunden. Was ich jetzt dazu auch noch erläutert habe, das bleibt weiterhin aktuell. Venus, unser Liebesplanet in der harmoniesüchtigen Waage, kann sich dort wunderbar entfalten. Sie hat weder förderliche noch störende Aspekte in dieser Woche und das heißt, die Liebe einfach unbeschwert genießen und sich den schönen und harmonischen Dingen zuwenden. Die Mars-Saturn-Spannung aus den letzten zwei Wochen macht uns noch etwas zu schaffen. Der kritiksüchtige Mars in der Jungfrau kann schon sehr anstrengend werden.
Was ich dazu in den letzten 2 Wochen erläutert habe, bleibt weiterhin auch bis zum Freitag, dem 20.10. bestehen. Danach ebbt diese Energie auch wieder ab. Wer da wieder für sich nun genauere Informationen erfahren möchte, kann das auch wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reu.com/kostenlose-beratung/erfahren. Die starke Euphorie, repräsentiert durch Jupiter in der Waage und Uranus im Widder, die ja in kreativer Spannung zueinander stehen, begleitet uns auch noch bis einschließlich 20.10. Und auch was ich dazu in der vergangenen Woche erläutert habe, bleibt auch aktuell. So, unser Gesellschaftsplaneten Neptun, der Verschleierer in den Fischen, bildet ab Samstag in den Nachmittagsstunden einen positiven Winkel zu Merkur, unserem Denker und Planer im Skorpion. Es kann zu tiefen Einsichten und göttlichen Eingebungen verhelfen. Das ist doch eine super Sache. Meditative Entspannung ist hier sehr gut möglich. Auch heilende Maßnahmen haben hiermit gute Chancen auf Erfolg. Pluto, der tiefgreifende Wandler im Steinbock, ist in dieser Woche weitestgehend ohne Aspekte und damit tritt er aus den Behörden, also tritt aus den Behördenkreisen auch etwas Ruhe ein. So, und damit, meine lieben Zuschauer und Leser, möchte ich meine Wochenvorhersage für diese Woche nun beenden und ich wünsche wieder interessante neue Begegnungen und natürlich einen begeisterten Neuanfang mit Neumond. Ja, und als Highlight möchte ich euch noch informieren, dass mein neues Jahrbuch aller Wochenhoroskope 2018 bereits nun in der Endphase ist und auch dann ganz schnell verfügbar sein wird. Es ist wieder eine wunderbare Möglichkeit, sich mit den Sternen vorausplanen zu können, beziehungsweise auch eine schöne Orientierungshilfe. So, und die ist ganz einfach auf meiner Webseite zu finden unter www.bärbel-reu.com. Und wie immer könnt ihr auch eure Jahreshoroskope, eure persönlichen Horoskope bei mir per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite direkt anfordern. Ihr wisst ja, dass meine Kontaktdaten hier unten immer links auf der Seite zu finden sind. Und ich freue mich wie immer über eure Feedbacks, eure Anfragen, eure Kommentare auf meiner Seite bzw. auch in den sozialen Netzwerken. Ich wünsche euch nun alles Liebe von mir, Bärbel Reu, eure Astrologin. Seid ganz herzlich gegrüßt. Bis zur kommenden Woche. Alles Liebe. Tschüss, macht's gut.